Willkommen zu World of Warships mit eurem Free Agent. Heute am Land des Feuers in der Hindenburg. Zehner Kreuzer der Deutschen. Dabei habe ich den Hoda, den Vorgänger, den Tier 9 Kreuzer der Run. Beide schöne Schiffe. Hoda braucht noch ein paar Punkte, dann hat er die Hindenburg auch im Hafen. Und dementsprechend fahren wir jetzt mal ein bisschen zusammen und schauen, dass wir Punkte zusammenkriegen. Hier auf im Land des Feuers ist es manchmal etwas merkwürdig, wie sich die Leute so verteilen. Zum Team, wir haben jeweils einen Flugzeugträger dabei, einen Neuner. Das kann ganz interessant werden. Vier Zerstörer pro Seite, also jede Menge Raum für viele Torpedos. Nur zwei Schlachtschiffe pro Seite, wohingegen interessanterweise die Gegner einen Zehner dabei haben, nämlich die Montana und wir nicht. Das ist etwas ungünstig, würde ich mal so sagen. Alleine schon plattentechnisch hat der Zehner ja nun doch einiges mehr und von der Schusskraft wollen wir mal gar nicht erst reden. Das müssen wir jetzt aber mal so hinnehmen, wie es ist. Ja, vor uns haben wir eine Gearing. Die hält sich hier schön bedeckt hinter der Insel. Dementsprechend zeigt sie uns hier auch nichts vom Gegner. Das ist ungünstig und ärgerlich und immer wieder blöd, wenn man sowas macht. Auch hier wieder appellieren an die DD-Fahrer. Ihr habt den Tarnwert, ihr dürft ruhig vor den Inseln da zwischenfahren und euren Verbündeten gerne die Gegner früh genug aufdecken. Und damit dann auch dafür sorgen, dass eure Verbündeten nicht Beschuss bekommen aus dem Nirgendwo, weil sie halt wesentlich früher auf sind. Und dann doch die Gefahr eingehen, schön gleich am Anfang mal federn zu lassen, ohne dass sie wissen, wo es herkommt. Und hier haben wir dann auch, ich bin offen, weiß nicht woher, weiß nicht warum. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier jetzt vor mir irgendwo ein DD rumdümpelt, ist sehr groß. Die Zau hat schon abgesetzt, wie man sieht. Ohne dass ich früh genug was sehen konnte. Da war das Ausweichen zwar rechtzeitig, aber nicht ausreichend. Und ich habe die ersten 6000 Punkte eingebüßt. Ja, an der Stelle mal schöne Grüße hier an den bösen Onkel 2014. So. Sei gegrüßt diesmal an andere im Gegenteam und nicht im eigenen Team. Mal schauen, wie schwer ich dir das Leben so machen kann. Ja, und da haben wir die Fletcher, 11,4 Kilometer entfernt. Der große Vorteil der Admiral Hipper und der Run und auch der Hindenburg sind ihre schönen Reichweiten, die sie mit ihren Kanonen haben. Und die sollte man auch unbedingt bei diesen Kreuzern ausnutzen, weil sie sind doch eher unmobil. Gerade im Verhältnis zu den Japanern kann man mit diesen Backsteinen im Wasser nicht so schnell ausweichen, wie man es gerne würde. Und insofern sollte man viel versuchen, die Range auszunutzen, was nicht heißt, dass man auf 20 Kilometer erschießen sollte. Aber ihr seht hier auf die Admiral Hipper abgesetzt und mal einen schönen Zitadellentreffer. Nicht, dass der gezielt wäre, weiß Gott nicht. Aber wir nehmen den gerne mit, wenn wir dann schon schön hier auf Range schießen, 90,3 Kilometer. Und dann auch noch einen Zitadellentreffer mitnehmen können, sagen wir ja nicht nein. So, aber 19,8 Kilometer ist einfach zu viel. Jetzt also wieder hochgedrückt, zumindest drei der Gegner sehen wir. Damit sind die Überraschungen schon mal nicht mehr ganz so groß. Ein Schlachtschiff scheint hier nicht zu sein. Das ist von Vorteil, dementsprechend können wir die Kreuzer sich hier erstmal untereinander vergnügen. Die Gearing geht auch auf die Fletcher los, das ist sehr gut. Aber die ist jetzt zu und damit versteckt hinter der Insel. Ja, einfach mal blind hinter die Insel geschossen in der Hoffnung, man trifft den rechts, die Torpedos im Wasser. Die laufen aber Gott sei Dank weit dran vorbei. Also immer mal momentan anscheinend nur einen Zerstörer hier in unserer Nähe. Das macht die Bedrohung dann nicht ganz so groß. Ja, der Zau hier immer schön brav hinterher geschossen. Die ist auf der Flucht. Und somit haben wir auf der Seite hier erstmal Ruhe. Ja, meine Schlachtschiffe sind schön brav hinter mir. Weit weg. Sehe auch keinerlei Schüsse von denen, die hier rüberrutschen. Und auch das natürlich, ich verstehe, es sind Achter-Schlachtschiffe, gar keine Frage. Die sind vielleicht dem einen Zehner unterlegen. Durchaus, aber das heißt nun nicht, dass man da ständig hinter den Kreuzern fahren muss. Geht ran an den Speck, hier sind momentan keine gegnerischen Schlachtschiffe zu sehen, also gibt es auch keinen Grund, so weit hinten zu fahren. So, momentan herrscht Ruhe, nichts zu sehen vom Gegner. Scheint sich hier doch wieder viel auf der rechten Seite rumzutummeln. Und dementsprechend werden wir jetzt hier wohl auch einlenken und dann versuchen uns mal ein bisschen Richtung Mitte zu den
tendieren. Da ist auch noch eine Kagero, die hier mittig rumspielt. Und auch hier wieder der Vorteil der Hindenburg. Sehr weite Range. Da kann man auch mal über die halbe Karte rüber zur Kagero schießen. Was natürlich auch nicht jetzt irgendwas mit Zielen zu tun hat, sondern einfach nur mit Kugeln spammen und hoffen, dass man irgendwie halbwegs die Richtung erwischt hat. Und immerhin einen Treffer gab es bei dem Ganzen. Und da, auch da, nun steht der Tropfen höhlt den Stein. Jeden Tausender Punkt, den er verliert, ist ja ein guter Punkt. So, Hoda geht hinter der Insel vor. Ich fahre hier vor der Insel noch rein. Und dann zusehen, dass wir den Backstein hier wieder auf Geschwindigkeit kriegen. Ihr seht halt, wenn man so eine harte Kurve hat, fährt man rutscht bis auf 20 Knoten runter und braucht dann eine Zeit lang, bis man wieder auf Geschwindigkeit ist. Die gegnerische Hipper, die den schönen Zitadellentreffer gleich am Anfang bekommen hat, ist mittlerweile auch beim eigenen Cap angelangt. Hier hat die Flucht auch sehr weit nach hinten angetreten und hat gesagt, nee, mit dem, was hier kommt, wollen wir uns nicht anlegen. Gerade mit den beiden Schlachtschiffen im Hintergrund ist auch das natürlich wieder verständlich, gar keine Frage. So. Aber irgendwo ist es hier immer relativ dünn, so mit Gegnern. Klar, auf die Hipper nochmal abgesetzt, weil sie nun mal auch das einzige Gegnerschiff ist. Und tatsächlich wieder Zitadellentreffer. Das zeigt halt auch das zweite Problem der Deutschen. Es ist halt nicht nur die mangelnde Mobilität der deutschen Kreuzer, es ist halt auch immer noch so, dass sie doch relativ weich sind. Nicht mehr so weich wie am Anfang, da hat Wargaming gut nachgebessert. Aber es kommt halt doch schon sehr häufig vor, dass man mit den deutschen Kreuzern Zitadellentreffer bekommt. Da muss man einfach mit leben, wenn man diese Schiffe fahren will. So, Kagero. 13 Kilometer ist ein guter Abstand hier. Knappe 14. Hat ihre Torpedos abgesetzt Richtung Bogami. Die werden wir hier weiter bearbeiten. Kriegt auch immer mal wieder hier und da einen Treffer. Hier haben wir die Torpedoflieger im Wasser. Mal gucken, wo die hin wollen, ob die mich hier anfliegen wollen als Zehner oder ob die weiter Richtung Verbündete eilen. Kagero versteckt sich jetzt hinter der Insel. Und die Flugzeuge haben erstmal kein Interesse an mir, das ist ganz gut. So, Kagero ist wieder vorgekommen, aber da hat sie auch zerrissen. Das hat der Verbündete gemacht. Sehr schön, jetzt haben wir nur noch zwei Zerstörer da. Und laufen hier weiter Richtung Montana und Co. Zar und Hipper vom Anfang halten sich in ihrem eigenen Cap auf und wollen das schützen. Und da hinten haben wir noch die Fletcher, die läuft jetzt aber der Gearing in die Arme. Da brauche ich nicht mehr viel zu tun. Das sollte die Gearing locker alleine schaffen. Da kommt die Amagi, hervorragend, erstes Schlachtschiff endlich gefunden. Hier arbeitet die Luftabwehr, hier scheint ein Flugzeug irgendwo über mich drüber geflogen zu sein, aber nicht Angriffsposition zu sein, sehr schön. Also weil er auf die Amagi konzentriert, den Vizeadmiral 123 da, den werden wir jetzt bearbeiten. Und da schlagen die Kugeln auch ein. Ja, der 590 ist so ein üblicher Wert, den man öfter mal sieht bei der AP-Munition von der Hindenburg. Aber sie kann halt auch böse zuschlagen, wenn man den Gegner noch vernünftig von der Seite trifft. Und dann hat man mal auch schnell 2, 3, 4, 5.000 Schaden. So, Magi hat jetzt mitgekriegt, wo der Beschuss herkommt, will sich jetzt wehren. Hat dafür aber auch ihre Breitseite aufgemacht und da hageln wieder die Kugeln rein. Waren wieder 3.000 Damage, die wir hier verpassen konnten. Und da schon wieder 3.000. Mittlerweile muss sie gegenheilen. Und jetzt muss ich hier ein bisschen rausdrehen, weil da hinten die Schüsse der Kutusow ankommen und die schießt verdammt schnell. Und bevor die mich hier jetzt in Brand steckt, werde ich ein bisschen versuchen, aus ihrer Range rauszukommen. 16,2 Kilometer ist sie nur entfernt. Amagi zeigt mir weiterhin schön ihre Breitseite, hat schön in die richtige Richtung gedreht. Und somit kann ich die schön weiter bearbeiten. Und ihr seht, sie verliert halt stetig ihre Punkte. Hoda schießt da auch weiterhin drauf. Und jetzt läuft sie in dem ungünstigen Winkel. Mal schauen, ob das noch klappt hier. Ja, 1000 Schaden.
Ne, da ist es jetzt Zeit, dann auf HE umzusteigen. Wenn die so von der Front her zu euch steht, hat es einfach keinen Sinn mehr mit AP zu schießen. Dafür ist ein Schlachtschiff da nicht weich genug und dementsprechend versuchen wir jetzt lieber mit AP und Explosionsschaden ihr noch ein bisschen weh zu tun. Da waren es 1500. Außerdem kann man so vielleicht sogar noch die Kanonen außer Kraft setzen. Da habt ihr es gesehen, schön aufgeblitzt. Da haben wir ein bisschen was von der Sekundär beschädigt. Jetzt hat sie noch 3000 Punkte und das müsste es für sie gewesen sein. Naja, 1000 bleiben noch über. Und da war Hoder schneller, hat sie rausgenommen. Sehr schön, haben wir uns wieder eine Schlachtschiff entledigt. Die Montana hat mittlerweile auch das Zeitliche gesegnet. Das haben die Verbündeten gut auf der rechten Seite gemacht. Unsere Schlachtschiffe sind immer noch weit, weit im Hintergrund. Und ich bin jetzt verdammt nah am Gegner dran. Die meisten unserer meiner Verbündeten stehen im hinteren Bereich. Aber mal hoffen, dass ich hier nicht da drauf gehe. Hier haben wir wieder unseren bösen Onkel. Zhao gegen Hindenburg. Da ist der einzige Vorteil, dass ich den Reichweitenvorteil habe und den muss ich jetzt auch ausnutzen. Also ein bisschen von hier weggedreht, bevor die mich permanent immer wieder in Brand steckt. Einfach ihr versuchen, aus der Range rauszukommen. Ihr nicht die Möglichkeit zu geben, sich zu wehren. So, jetzt haben wir knappe 18 Kilometer gleich. Aber da haben wir schon wieder Flieger. Die sind verdammt nah dran. Das ist jetzt eher ungünstig, da ist die Kutusow. Jetzt muss ich erstmal sehen, wer hier von wo wie Beschuss auf mich aufnimmt. So, da ist die Zau und das Moins. Der Moin ist auf jeden Fall weit genug weg. Die kann mich nicht beschießen mit ihren 15, knapp 16 Kilometer Reichweite. Zau ist jetzt auch aus der Range raus. So, was machen die Flieger hier? Ja, und jetzt könnte sich der ein oder andere wieder beschweren gerne, dass ich hier zu sehr hin und her gucken würde und zu sehr hin und her schwenken würde. Das ist mir wurscht. Ich habe keine Lust, mich hier überraschen zu lassen von irgendwelchen Schüssen, die von links oder rechts kommen, weil ich sie nicht rechtzeitig sehe. Außerdem will ich wissen, ob die Flugzeuge mich nun anfliegen oder nicht. Haben sie nicht getan, hoffe ich. Scheinen auch weiter in Richtung unseres Flugzeugträgers unterwegs zu sein. Da komme ich nie im Leben rechtzeitig hin. Da tut mir also leid für den Flugzeugträger, aber da kann ich ihm von hier aus nicht helfen. Dafür ist die Hindenburg einfach nicht gemacht, schnell zu wenden und in eine andere Richtung schnell vorzustoßen. Also jetzt wieder nach vorne, nachdem wir wissen, wer wo wann was hier macht. Rechts die Kutusow ist auch nicht mehr zu sehen, also kann ich jetzt erstmal in Ruhe nach vorne mich weiter um die Hipper von Anfang zu wenden. Die ist auch sehr weit zurückgefahren, wenn man sich mal überlegt, die war schon auf Hälfte der Karte, hat ein bisschen Beschuss gekommen und hat sich doch so weit zurückgezogen, dass sie jetzt noch hinter ihrem eigenen Cap agiert. Das ist doch schon sehr weit in die Verteidigung gegangen. Bringt ihr jetzt aber auch nichts. 19,4 Kilometer kann man mit der Hindenburg sehr schön hinschießen und es gab wieder einen Zitadellentreffer. Der war jetzt sogar ja, gezielt aufs Schiff. Nicht, dass er gezielt war auf die Zitadelle, aber zumindest auf die Mitte des Schiffs. Und ihr seht, ich versuche mich hier ranzuhangeln an die Vorhalte. Versuche immer mal ein Stück näher ranzugehen. So, er hat verlangsamt. Jetzt muss ich wieder ein Stück näher ran. Und da hilft natürlich das Fadenkreuz aus dem Modpack von Aslan, um eher die Linie zu erwischen. Und da hat es die Admiral Hitter auch zerlegt. Damit haben wir wieder einen Gegner weniger. Jetzt bleiben nur noch der Moin und Zau über. Und schlussendlich der Flugzeugträger, den wir dann noch finden müssen. Und somit haben wir die Geschichte hier eigentlich gut im Sack. So, über die Insel hier komme ich nicht rüber. Dafür ist der Bogen der Hindenburg einfach nicht gut genug. Der Vorteil an dem hohen Bogen ist natürlich, dass man über die Inseln rüberkommt. Nachteil ist dann, dass die Kugeln lange unterwegs sind. Bei der deutschen Kreuzern hat man das relativ gut geregelt, finde ich. Das ist so ein schöner Mittelweg. Aber es ist halt der Nachteil, wenn man so dicht hier dran ist, kommt man hier einfach nicht drüber. Also nochmal warten. Jetzt nochmal gucken, dass ich hier auch wirklich an den Inseln vorbeikomme. Ja, ich bleib immer noch hängen. So, und jetzt seht ihr, die vorderen Kanonen kommen jetzt zumindest rüber. Den Moin schön mit der Breitseite zu mir und da zerlegt sie auch. Da hat sie einfach nur so lange Glück gehabt, dass ich hier nicht über die Insel rüberkomme. Da, die nächsten Torpedoflieger.
Die Flugabwehr der Hindenburg ist gar nicht so schlecht, ist brauchbar, kann man nichts gegen sagen. Aber ab und an kommt halt doch bei so einem massiven Anflug dann doch mal einer durch. Aber immerhin haben wir hier schon 9 Flugzeuge runtergeholt. Das ist nicht verkehrt bei einem Neuner. So, die Zauber haben wir wieder gefunden. Sehr schön. So, können wir uns dem Onkel hier zum dritten Mal zuwenden. Und jetzt ist er auch in absoluter Kampfdistanz. Jetzt werden wir hier ein Shootout machen. Und mal gucken, wer mehr Glück hat und wer mehr Schlagkraft im Schiff hat. Da habe ich zweimal 590 gemacht mit 5 Treffern. Das ist nicht genug. Nicht bei einer Zao. Dafür beißt die Zao zu hart zu. 2000. Ich führe so ein bisschen an Punkten. Da habe ich den Vorsprung noch. Aber habe hier jetzt auch einen Flieger, der mich nochmal angeht und mir nochmal ausweichen. Sonst hätte mich hier die Bombe erwischt. Jetzt nochmal schön vorne abgesetzt. Er dreht aber leider ein. Da hab ich, ja, Pech gehabt. Die sind alle drüber gesegelt. Hat er sehr gut gemacht. Hat sehr gut ausgewichen. Steckt mich auch schon wieder im Brand. Muss hier sofort löschen. So, dreht schon wieder schön ein. Trotzdem kann ich ihm knappe 1400 reindrücken. Jetzt habe ich aber auch meine Hintergeschütze endlich eingedreht. Und jetzt kann ich ihm die volle Breitseite rüberschicken. Und da sieht man es auch. 6000 Damage habe ich dann doch machen können. Nochmal abgesetzt. 5000 hat er noch. Und jetzt ist Schluss. Mit Hilfe noch ein bisschen der Verbündeten konnte ich den hier rausnehmen. Habe aber leider Gottes wie so oft mit dem letzten Schuss dann noch einen Brand abbekommen. Der wird noch 30 Sekunden brennen, weil das Reparaturteam nun mal vorher benutzt habe. Das kommt häufig vor, dass man so mit dem letzten Schuss vom Gegner dann nochmal angesteckt wird, wenn er dann eigentlich schon versenkt ist. So. Jetzt ist die große Frage, wo ist der Flugzeugträger? Hat er sich nach links orientiert oder nach rechts? Die Wahrscheinlichkeit, dass er eher rechts in der Ecke so Richtung A1 steht, ist sehr groß. Dementsprechend werde ich jetzt hier um die Insel rumziehen. Vorher einreißen geht nicht, dafür ist der Wendekreis der Hindenburg einfach zu groß. Mich haben hier schon wieder Flieger aufgemacht, kein Mensch weiß woher. Irgendwoher werden sie kommen, endlich konnte ich reparieren. Und dann nochmal die Punkte raufheilen. Der große Vorteil, den man hier hat, dass man seine Punkte noch ein bisschen hochheilen kann. Ah, da kommt der nächste Torpedoangriff. Jetzt einlenken, abbremsen, Geschwindigkeit runterholen. Aber die hat er gut abgesetzt, da wird mich einer treffen. Ups, Gott sei Dank habe ich noch genug Punkte über gehabt. Und das Reparaturteam war bereit. Das rettet mir hier den Hintern. Da, Hut ab, die hat er wirklich gut davor abgeschmissen. Da hat ihm im Endeffekt nur gefehlt, dass er noch 2 Flugzeuge mehr gehabt hätte. Ja, insgesamt sind wir schon bei 23 Flugzeugen. 24 jetzt, also die Hindenburg macht ihre Arbeit sehr gut, was die Flugabwehr betrifft. Da kommen die doch im nächsten Torpedoflieger. Aber da hat er nicht mal mehr eine volle Staffel. Das heißt, er hat genügend Flieger eingebüßt. Die hat er auch alle weg hier. Und dementsprechend dürfte er kaum noch Reserve haben und jetzt sich nur noch verstecken und hoffen, dass er das überlebt. 1,26 haben wir noch, ihn zu finden. Mal schauen, ob wir den aufkriegen. Und da ist er. Sind wir weit genug in der Ecke und er steht auch absolut A1. Mehr Ecke geht nicht mehr. Hat soweit er kann sein Schiff hier außerhalb der Map geparkt. Das bringt ihm aber nichts mehr. 2 Treffer, ohne dass wir ihn sehen. Jetzt brauchen wir im Endeffekt auch nur noch auf die Ecke zu zielen, egal ob er offen ist oder nicht. Und das wird sein Untergang sein. Konnten wir hier nochmal 1500 reindrücken. Die Verbündeten hauen da aber auch böse rein. Da kann man zusehen, wie die Punkte runtergehen. Und da war die letzte Salve und der ist raus. Ja, schönes Spiel. Schön solide. Gut gemacht. Da kann man auch sehr schön wieder sehen, wie gut die Hindenburg mit der Range arbeiten kann. Man darf halt mit der Hindenburg nicht direkt in die Gegner reingehen. So, schauen wir auf die Teamauswertung. Was ist denn dabei ganz herausgekommen? Wir haben immerhin 410.000 Credits hier erhalten. Platz 2, 2 Kills, 25 Flugzeuge mit einer Basiserfahrung von 2414 und Hoda hat es auf Platz 5 geschafft, auch mit 2 Kills und einer Basiserfahrung von 1554. Haben wir zusammen im Team wieder 4 Kills gemacht. Ja, insgesamt roundabout 90, 96.000 Damage, knappe 97.000. Das ist gut, eine ganze Reihe an Gegnern, die hier Feuer abbekommen haben und insgesamt immerhin 132 Treffer. Netto übergeblieben 207.000 und durchs Premium-Konto sind die Erfahrungspunkte angehoben worden auf 7.242
und 363 Erfahrung und auch ohne Premium-Konto wäre man hier immer noch im Plus gewesen und hätte reichlich Erfahrungspunkte mitgenommen. Ja, die Hindenburg, sehr schönes Schiff, ich fahre sie sehr gerne. Völlig anders zu fahren als der Amerikaner oder der Japaner, aber mit sehr viel Spaß. Wenn man die Range ausnutzt, kann man dem Gegner viel Schaden zufügen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und ich wünsche euch wie immer bis dahin eine Handbreit Wasser unterm Kiel.